Miep, miep. Herzlich willkommen zu einem neuen Videoausschussreport zum Digitalausschuss vom 6. April 2022. Einmal musste ich auslassen, beim letzten Digitalausschuss lag ich mit Corona im Bett. Ein bisschen sieht man es mir vielleicht auch noch an, aber überwiegend geht es mir wieder gut. Diesmal hatten wir zwei Themen. Einmal war Frances Hogan, Whistleblowerin von Facebook, bei uns zu Gast. Und zum anderen ist ja auch Haushaltsdebatte. Und deshalb haben wir über die Haushalte des Digital- und Verkehrsministeriums und des Innenministeriums gesprochen. Frances Hogan hat weltweit Schlagzeilen gemacht, als sie Ende 2021 mit einem großen Leak an die Öffentlichkeit ging. Sie hat bei Facebook gearbeitet, dort vor allem in einer Abteilung für das Thema Desinformation und Einflussnahme auf Wahlen, für Informationsintegrität und solche Themen und hat dort Dinge gesehen, von denen sie dachte, da weiß man in Facebook so viel über schädliche Wirkungen, tut aber nichts dagegen, obwohl man sogar auch Lösungen kennt, dass sie dachte, sie kann da nachts nicht mehr schlafen, hat 20.000 Seiten Dokumente an die Öffentlichkeit gebracht, auch an Aufsichtsorganisationen, aber eben auch an Medien übergeben. Und das nimmt jetzt vielleicht auch Einfluss auf aktuelle Verhandlungen, die wir in der Europäischen Union zum Digital Services Act haben. Sowohl in Brüssel als auch in anderen europäischen Ländern, als auch vor dem US-Senat hat sie deshalb über diese Themen geredet, weil sie ist der Meinung, die großen sozialen Plattformen werden ihrer Verantwortung nicht gerecht. Sie richten Schaden an, ganz besonders auch bei Kindern. Sie kosten wirklich buchstäblich Menschenleben, weil sie zum Beispiel bei Kindern über Instagram-Benutzung das Körpergefühl verändern. Und das kann dann zu Essstörungen führen, die, was viele Menschen gar nicht wissen, die tödlichste psychologische Erkrankung in Deutschland ist. Es muss etwas dagegen getan werden. Freiwillig wird es nicht passieren, das hat Frances Hogan ganz deutlich gemacht. Hier muss reguliert werden. Frances Hogan ist überzeugt davon, dass der Digital Services Act ein Game Changer ist, dass es nennenswert Dinge verändern wird und vor allem glaubt sie, dass das durch mehr Transparenz erreicht wird. Denn wie ich vorhin schon gesagt habe, Facebook weiß diese Dinge. Es ist wie die Tabakindustrie in den 70ern. Sie kennen das Problem, sie wissen auch, was man machen muss. Sie machen es aber nicht, weil sie lieber Geld verdienen wollen. Wenn man jetzt mehr Transparenz hat über die konkreten Schadenswirkungen, so hofft Frances Hogan, werden sie ihre Geschäftspraktiken auch ändern müssen. Zwei Beispiele, wie Facebook-Algorithmen Schaden anrichten. Zum einen hängt der Preis von Werbeanzeigen von der sogenannten Qualität ab, was für Facebook bedeutet, wie viel Engagement-Level hat diese eine Anzeige. Liken, weiterleiten, kommentieren und so weiter. Wenn sie sehr polarisiert, führt sie zu mehr Reaktionen und dann wird sie billiger für den Auftraggeber. Zweites Beispiel. Es werden in der Position auf der Timeline Dinge höher gerankt und eher angezeigt, wenn sie besonders viele Menschen aufregen. Und man hat herausgefunden, dass zum Beispiel diese Wut-Smileys, wenn die da viel drin vorkommen, dann werden sie 5-mal häufiger angezeigt als andere. Das schadet unserer Gesellschaft. Wir sprachen natürlich auch über den aktuellen Krieg von Russland gegen die Ukraine. Und da kam Frances Hogan auf ein ihr extrem wichtiges Thema. Sie nennt das, aktuell gibt es einen digitalen Kolonialismus, weil es keine Sprachvielfalt bei Plattformen wie Facebook gibt. Sie hat das ganz klar in Zahlen festgemacht. 87% des Facebook-Budgets gehen in englischsprachige Themen, aber englischsprachige Nutzer gibt es nur zwischen 7% und 9%. Das führt zum Beispiel dazu, dass man viel zu wenig Menschen bei Facebook hat, sowohl bei den Moderatoren, aber auch bei den Faktcheckern, die zum Beispiel Russisch oder Ukrainisch sprechen. Massive koordinierte Trollfabrikaktionen hat man in den letzten Jahren schon festgestellt zu diesem Thema und die ukrainische Regierung hat mehr als einmal Facebook explizit aufgefordert, hier tätig zu werden, auch im letzten Jahr schon. Es ist einfach nichts passiert. Bis vor kurzem haben ukrainische Moderatoren, ukrainischsprachige Moderatoren, sogar in Moskau gesessen. Wie sinnvoll das ist, glaube ich, kann sich jetzt jeder vorstellen. Frances fordert ganz klar, die Sicherheit von Nutzern darf nicht davon abhängen, welche Muttersprache sie sprechen. Facebook, sagt sie, ist in der Lage, destruktive Ökosysteme aufzudecken, aber dazu braucht es sprachliche und kulturelle Kompetenz, die es eben nur im englischen Bereich gibt.
Das muss sich dringend ändern. Ich habe Sie aber auch ein bisschen in Richtung Zukunft gefragt. Facebook entwickelt ja nun dieses Metaverse und geht selber davon aus, dass künftig in ein paar Jahren viele Menschen viel Zeit in diesem Metaverse verbringen wollen, also in den virtuellen Welten, die Facebook kreiert. Da werden aber nicht nur Dienste von Facebook angeboten, sondern es ist im Prinzip eine Plattform, wo jede Menge dritter Anbieter Tausende von Apps entwickeln können, wo jetzt schon absehbar ist, betont Francis Hogan, dass keine Sicherheitsstandards angemessen eingehalten werden und es deshalb eine sogenannte Supply Chain Responsibility braucht. Mit diesem Begriff beschreibt sie das, was ihr noch fehlt im Digital Services Act, nämlich eine Verantwortung der Plattform auch für die Apps, die diese Plattform benutzen, um in dieser virtuellen Welt von Facebook zum Beispiel Dienste anzubieten. Generell ist Francis Hogan der Meinung, dass viel mehr getan werden muss, um insbesondere Kinder auf sozialen Plattformen zu schützen. Da gibt es ja Ansätze im Digital Services Act, zum Beispiel ursprünglich stand mal drin, verhaltensbasierte Werbung für Kinder zu verbieten. Jetzt ist das abgeschwächt worden. Jetzt steht da nur personenbezogene Daten im aktuellen Entwurf. Das ist dann wahrscheinlich, wie alt das Kind ist, wo es wohnt. Ich habe Francis gefragt, was sie eigentlich glaubt, wie man solche Dienste eigentlich kindersicher machen kann, wenn diese Vorschrift tatsächlich so verabschiedet wird. Denn wie soll denn zum Beispiel eine Wetterplattform oder Google überhaupt wissen, wie alt man ist, wenn man da als User ein Suchwort eingibt? Aber da hat sie gesagt, da ist sie keine Expertin dafür. Sie kennt sich nur auf Social-Media-Plattformen wie Facebook aus, die tendenziell eher wissen, wie alt man ist. Fast habe ich den Verdacht, das weiß eigentlich keiner so genau. Ich persönlich bin der Meinung, weil das nämlich technisch eigentlich gar nicht geht, ohne Privatsphäre weiter zu verletzen und personenbezogene Daten von Leuten zu sammeln, das wollen wir ja nicht. Da muss man verhaltensbasierte Werbung am besten für alle verbieten. Online-Werbung ist damit gemeint. Und damit kommen wir zu den Haushaltsthemen. Zuerst zum Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Staatssekretär Theurer war aus dem Auto zugeschaltet. Keine gute Idee. Also Altmaier hat ja schon mal erklärt, er macht keine Videokonferenzen im Auto. Bei Michael Theurer ließ sich es offenbar nicht vermeiden. Deshalb ist er ständig eingefroren und ab und an mal weg gewesen. Und zwischendurch hat er sich dafür entschieden, das Video abzuschalten und nur noch Audio zu uns zu sprechen, damit wir ihn überhaupt noch hören. Das sagt eigentlich alles über Deutschland und die digitale Infrastruktur. Es ging natürlich um Breitbandausbau, um Mobilfunk und derlei Themen. Da kam zum Beispiel raus, dass es noch Ausgabereste aus dem letzten Haushalt von über 1 Milliarde Euro für den Breitbandausbau gibt. Das erklärt im Übrigen, warum am aktuellen Haushalt auch das aussieht, als wäre es weniger. Aber die 1 Milliarde aus dem letzten Jahr wird einfach rübergeschoben und hoffentlich diesmal ausgegeben. Dafür will man auch Prozesse erleichtern. Hätte man die letzten 15 Jahre auch schon machen können. Aber jetzt will man zum Beispiel Musterverträge für Kommunen bereitstellen und Bürokratiehürden senken. Mal gucken, ob es funktioniert. Mich hat interessiert, was zum Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Haushalt drinsteckt. Da konnte ich nämlich nichts finden, das irgendwie so ähnlich klang. Aber im Ministerium gibt es ein ganzes Referat, das so heißt, irgendwas müssen die ja machen. Die meint, naja, man digitalisiert da was bei der Schiene zum Beispiel. Und mehr ist ihnen dann ad hoc nicht eingefallen. Aber sie reichen es mir nach. Ich soll eine Liste bekommen mit den Vorhaben, die mit Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu tun haben. Nachgereicht wird hoffentlich auch das Wimmelbild. Ihr erinnert euch, als der Digitalverkehrsminister zu Gast war im Ausschuss zum ersten Mal, ist aufgefallen, dass die Verantwortungen im Bereich Digitalisierung immer noch völlig unklar sind. Und er hat uns im Februar versprochen, so eine Art Wimmelbild zu liefern, wo man mal genau sehen kann, wer macht denn jetzt eigentlich was in dieser neuen Bundesregierung. Jetzt haben wir April, es ist immer noch nicht da und wir haben als Ausschuss nochmal nachgefragt, wann wir das endlich kriegen. Irgendwann müssen die doch mal wissen, wer für was zuständig ist. Das Thema IT-Sicherheit ist mir besonders wichtig, gerade in der aktuellen Lage. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt, warum eigentlich 20% der IT-Sicherheitsstellen in den letzten 12 Monaten abgebaut worden sind im Ministerium und ob man das vielleicht wieder rückgängig macht im neuen Haushalt. Da zeigte man sich sehr überrascht, wollte mir das gar nicht glauben. Ich habe verwiesen auf meine Webseite, da findet auch ihr die Tabelle mit dem Vergleich von diesem Jahr und letztem Jahr der IT-Sicherheitsstellen aller Bundesministerium www.angedomscheinberg.de. Da könnt ihr das nachgucken, das BMDV macht das auch gerade.
Last but not least habe ich mich auch interessiert für das Thema Internet Governance. Das Einzige, was ich gefunden habe im Haushalt, waren 3 Millionen für internationale Zusammenarbeit bei der Digitalisierung, die auch noch aufgeteilt werden sollen für Internet Governance Forum und für irgendwelche Studien. Aber Standardisierungsgremien kamen da an keiner Stelle vor. Was mich aber interessiert, wird eine kontinuierliche strategische Zusammenarbeit, Mitarbeit an Internet Governance Gremien irgendwo finanziert über richtige echte Stellen? Ich habe euch hier mal ein paar Internet Governance Gremien aufgeschrieben. Da muss Deutschland beteiligt sein. Ganz Europa ist dort hoffnungslos unterrepräsentiert. China ist in jedem dieser Gremien drin und versucht aktiv chinesische Werte, die sich von unseren wirklich fundamental unterscheiden, über Standards in die ganze Welt zu tragen. Das kann man nur verhindern, indem man da Ressourcen draufsetzt. Und 3 Millionen, mit Verlaub, ist praktisch nichts. Zum Schluss hatten wir noch Zeit für das Bundesinnenministerium. Da war Staatssekretär Saathoff zu Gast und stand uns Rede und Antwort. 15 Milliarden Euro ist das Gesamtbudget für das Bundesinnenministerium. Und ein großer Teil, über 800 Millionen, sind für das Thema Cybersicherheit, Digitalisierung und Informationssicherheit. Das wird wahrscheinlich sogar noch mehr werden, denn man hat uns gesagt, dass dieser Haushalt vor dem 24. Februar, dem Ausbruch des Krieges von Russland gegen die Ukraine, erstellt worden ist. Da wird es noch Anpassungen geben, vor allem im Bereich Krisenmanagement und Cybersecurity. Und ganz nebenbei gab es übrigens eine sehr gute, für mich sehr gute Information, die gar nicht so direkt mit Haushalt zu tun hat. Staatssekretär Saathoff hat nämlich versichert, ich nehme jetzt mal andere Worte, Hackback ist tot, ist also wieder beerdigt. Er hat es anders ausgedrückt und hat gesagt, zum Thema Hackback, da gilt der Koalitionsvertrag. Man hört auf das Parlament und das Parlament hat offenbar überwiegend gesagt, nö, Hackbacks sind eine komplett blöde Idee, die gehören wieder beerdigt. Wir bleiben fast beim Thema. Ich habe nämlich auch gefragt, ob denn irgendwo im Haushalt das Cyberhilfswerk versteckt ist. Das so ähnlich wie ein technisches Hilfswerk, das THW, bei irgendwelchen Cyberschadenslagen, wie wir sie vielfältig nach Ransomware-Attacken auch bei öffentlichen Einrichtungen schon hatten, zum Einsatz kommen kann, Schaden minimieren kann, aber vielleicht auch dabei helfen kann, bestimmte Dinge zu verhindern. Ich fände so ein Cyberhilfswerk eine richtig coole Idee, deswegen interessierte mich das. Es scheint im Haushalt so konkret noch nirgendwo zu finden sein. Es soll aber, sagte man uns, in einem Eckpunktepapier zu Zivilschutz und Cybersicherheit im demnächst irgendwie enthalten sein. Also bleibt aufmerksam, irgendwas zum Cyberhilfswerk ist da im Kommen. Das Thema IT-Sicherheit hat im Haushalt übrigens ganz enorm an Relevanz gewonnen. Im letzten Haushaltsjahr waren das nur 500.000 Euro. Für 2022 stehen jetzt 17 Millionen drin. Das ist wirklich eine Menge Schotter, aber vermutlich gut angelegt. Mich würde interessieren, das habe ich gefragt, wofür genau ist das denn? Aber vor allem, wie viel davon ist auch für die Förderung von Open-Source-Sicherheitsprodukten vorgesehen? Da hat man mir die Antwort im Nachhinein versprochen. Das hatte man ad hoc nicht so auf Abruf. Das wird also auch nachgereicht. Diese Antwort kriegt man öfter im Ausschuss. Sorry. Auch zu CITES habe ich was gefragt. CITES, auch als Hackerbehörde benannt, hat einen enormen Aufwuchs an Budgets. Da muss ich gerade mal nachgucken, weil die Zahlen kann man sich ja nicht alle merken. Für Personal steigt das Budget um 41% auf 20 Millionen und für den Verwaltungsbereich sogar um fast 80% auf 45 Millionen. Mich hat interessiert, wie viel davon ist denn für defensive Aufgaben, wie viel ist für offensive Aufgaben. Da hat man gesagt, kann man nicht trennen, das würden irgendwie vielleicht die gleichen Leute machen, I don't know. Schwierig, schwierig. Auf jeden Fall gab es da keine Antwort. Ich habe auch gefragt, warum eigentlich die Verwaltungsaufwände so überproportional steigen, so gleich um 80%. Aber da hieß es nur, die Welt ist komplex und gefährlich und da wäre das völlig angemessen. Interessiert hat mich auch das Thema digitale Identitäten. Und da sieht man wieder die etwas seltsame Verantwortungsverteilung. Denn das BMWK hat 64 Millionen für digitale Identitäten im Haushalt von Habeck. Und das BMI hat 60 Millionen für ein europäisches digitales Identitätenökosystem. Meine Frage war, wie koordinieren die sich denn und machen die da unterschiedliche Dinge, die vielleicht gar nicht so gut zusammenpassen? Aber da hieß es gar kein Problem, die koordinieren sich super. Also alles paletti.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, Haushalt klingt nur auf den ersten Blick öde, denn am Ende zeigt sich an der Zuordnung zu Ressourcen, ob Worten, die oft sehr schnell, sehr schön sein können, auch Taten folgen. Das ist der Moment, wo Politik sich in Praxis umwandelt oder leider auch nicht. Und man kann hervorragend erkennen, wo dann eine bestimmte Koalition tatsächlich ihre Prioritäten hat und wo sie es vielleicht nur so darstellt. Und da sieht man übrigens eine gute Verbindung zum ersten Thema, zu Frances Haugen von Facebook. Auch da kann man sehen, Facebook erklärt immer wieder, wie wichtig ihnen der Schutz der NutzerInnen ist. Am Ende zeigt sich aber an der Zuordnung von Ressourcen, ob sie es damit ernst meinen. Ist also in der Wirtschaft genauso wie in der Politik. Die Haushaltsdebatten sind noch nicht fertig, die werden uns noch die nächsten Wochen beschäftigen. Auch hier werde ich euch wieder drüber erzählen. Vielen Dank fürs Zugucken und Zuhören und bis zum nächsten Mal.